kümmert euch wieder um euren Kram. Echt mal. Halt die Füße still. Ja, sag, wir kommen. Sie wurden angekettet. Derval ist ein Bastler. Vielleicht experimentiert er oder er braucht ihre Teile. Vielleicht kann ich sie uns zunutze machen. Ich werde vorgehen. Bleib zurück, bis der Kampf beginnt. Okay, wir rücken nach. Gucken wir mal, wie es hier aussieht. Wie viele Leute sind da? Sind alle da oben? Ob ich die alle mit zwei Fallen erledigt kriege? Ja. Der Wald, Leute. Jetzt geht's los. Oh, komm schon. Eindringlinge! Lasst die Maschinen los! Sprengt die Ketten! Mann, die sind aber ganz schön robust hier. Oh, je Totenschädel, da die Verzierung von dem Lager. Und die Flaggen, die hier sind. Voll krass. Ah, dang it. Nein! Heute nicht, Mietz. Oh ja, Verwüsterkanone. Geil. Mische den Laden hier mal ein bisschen auf. Huch. Ja, Hochmut kommt vor dem Fall. Ich verstehe schon. Ich stelle die. Ach, Leute. Was soll denn der Mist? Ne? Wir haben jetzt so einen tollen Sonnenkönig. Was, warum macht ihr so einen Blödsinn hier? Und schießt dagegen. Macht doch den Sohn nicht für die Taten des Vaters verantwortlich. Saisonieren, Leute! Los! Bisschen differenzieren, Leute. Ein bisschen den Grips anstrengen. Dann hätten wir den Salat hier nicht. Alter! Nessa muss hier irgendwo sein. Finden wir sie. Ja. Finden wir sie. Abschreckend würden diese Flaggen hier. Diese Aufmachung. Welch macht's? Boom! Yo! Haut's mich glatt nach hinten! Huch! Sorry, Eren, ich wollte dich treffen. Sich hingeledert, mein Kleiner. Aus die Maus. Puh, Junge. Was ist das hier für ein versteckter Schuppen? Derval sagt, er soll Dreck fressen. Ich brauche mal Hilfe. Ja! Voll drauf!
voll drauf. Ey, lass mit den Ehren in Ruhe. Lass du Drecksack, lässt du mir meine Ausrüstung. Herrscher muss da drin sein. Wir müssen durch. Ja, erstmal die scheiß Geräte blockiert. Hier blockiert. Muss einer von der Walz Lähmann sein. Bleib hier, ich finde einen Weg. Damit schützen sie sich wahrscheinlich vor diesen schrecklichen Tönen. Mhm. Das scheiß Ding kaputt. Schallgerät. Hat der Fall schön gebastelt. Ja, er ist ein kluger Kopf, ne? Hatte so viel Potenzial, aber hat es leider für sinnlose Rachegelüste genutzt. Oh Gott. Erster! Derweil wollte mich brechen. Ein netter Versuch. Hey, ich hätte bei dir sein sollen. Warum hast du nichts gesagt? Ich weiß, ich trinke zu viel, aber... Nein, du Idiot. Derweil schickte eine Nachricht. Er wollte mit mir verhandeln. Ich nahm dich nicht mit, weil das ganz klar eine Falle war. Dir sollte nichts passieren. Aber die Falle war leider zu gut. Hätte ich nicht gedacht. Oh. Hör zu. Derweil plant etwas Großes in Meridian. Er sagt, Avad wird erleben, wie Rauch seine Sonne verdunkelt. Dein König braucht dich. Keine Kindereien mehr. Du musst jetzt schnell erwachsen werden. Okay. Versprochen. Und wehe, wenn nicht, kleiner Bruder. Ersa. Nein, nein. Bitte. Ich enttäusche dich nicht. Versprochen. Erend ist... Es tut mir leid. Wir müssen Derweil finden. Aber Meridian ist groß. Ich gehe hier alles durch. Vielleicht gibt es einen Hinweis. Ach, es ist so bitter einfach, ne? Lest den Comic. Ich kann es euch nur empfehlen. Kostet zwar ein bisschen was, aber der ist wirklich so gut. Und man sieht... Ersa mal von der anderen Seite oder wie sie wirklich so gewesen war zu Lebzeiten. Also so eine starke, kluge Frau, die so viel geleistet hat. Also es ist, dass das so zu Ende geht, ne? Der Wal war schlauer jetzt in dem Moment. Was hat der Wal durch seine Basteleien gelernt? Will ich das überhaupt wissen? Was wohl passiert, wenn ich es einschalte? Ich glaube, es funktioniert. So, jetzt sagt etwas, meine Täubchen. Ich weiß nicht. Was soll ich denn sagen? Was du willst. Ich will nur deine Stimme hören. Und aufbewahren. Ich singe, Papa. La 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 la. So, ein Lied und ein Lachen. Sogar besser als Worte. Und ich kann es anhören, wann ich will. Sind wir fertig? Dann ab ins Bett. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, Papa. Ist sie weg? Was sollen wir machen? Die Raubzüge kommen Hauptquell immer näher. Wie lange können wir uns noch so verstecken? Ein Andenken an seine Familie. Der Wal hat nichts mehr zu verlieren. Nee, hat er nicht. Deswegen ist er wahrscheinlich auch unter anderem angetrieben von Rache. So verbittert der Mann. Nur Notizen über seine Basteleien. Und da steckt ein Brief zwischen den Seiten. Viel Lohe auf dem Weg nach Meridian. Wenn wir die finden, finden wir bestimmt auch der Wal.
Mein teuer Kunde Elon Schmied, ich hoffe, eure Pläne für eine Schmiede in Meridian gehen gut voran. Es ist uns eine Ehre, euch mit der erforderlichen Lohe zu versorgen. Wir haben das Entgelt für die dritte Lieferung erhalten und sind äußerst dankbar für die prompte Bezahlung. Leider haben unsere Jäger Probleme, die Bestellung zu erfüllen. Wir entschuldigen uns für die Verzögerung. Aber der Auftrag ist wirklich ungewöhnlich umfangreich. Sobald wir die Lohe haben, werden wir sie wie abgesprochen an euer Lagerhaus ausliefern. Mit größtem Respekt, Gerund, Jagdmeister, Hauptgeil Maschinenanfertigung. Er hat einen Decknamen, ne? Elon Schmied. So, oh Mann, Ehre, das tut mir so leid einfach für ihn, ne? Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Gehen wir zurück zum Palast. Geh. Ich bleibe nicht lang. Ich muss mich noch um meine Schwester kümmern. Ach, Leute. Die Sonne soll sinken. Der Wal plant etwas gegen Meridian und Avaat und das werden wir nicht zulassen. Nur über meine Leiche. Der Tod hat aber mit Erend auch was gemacht. Also der Tod von Ersa. Aber Erend macht auch seine Entwicklung durch in Horizon Forbidden West. Das finde ich auch ganz toll. Von Elois Entwicklung gar nicht zu sprechen. Das wissen wir, dass sie da auch ihre Entwicklung macht. Positive Entwicklung, wohl gesagt. Gut. Kümmern wir uns erstmal um die Angelegenheit. Es der Mord. Huch. Die Osram lieben es. Das wird ja noch schöner, wenn das hier alles leuchtet. Rede mit Avaat. Gott, der Ärmste. Als Kind hätte ich mir das niemals träumen lassen. Aber es ist anständige Arbeit, das Bewachen der Stadt. Mein Bote wird Ihnen Neuigkeiten im Anrecht verbreiten. Wenn noch irgendetwas für Ihre Trauerfeier gebraucht wird, sagt es einfach. Dafür ist später noch genug Zeit. Eloy. Ja, ich bin da. Schön, dass du da bist. Es ist so schrecklich mit Ersa. Dass sie schließlich doch tot ist, erscheint grausam. Sie würde hier keine Zeit verschwenden. Sie würde Derwal suchen. Sie sagte, er sprach von Rauch, der die Sonne verdunkelt. Sag ihnen, was du gefunden hast. Ein Brief. Darin ging es um eine Lieferung Lohe an ein Lagerhaus hier. Aber der Empfänger war nicht Derwal, sondern ein Elon Schmied. Sagt dir der Name was? Hm, kommt mir bekannt vor. Ja, ein Hausbesitzer. Die Osaram haben in der ganzen Stadt Häuser gekauft, eins davon unter diesem Namen. Mal sehen, es steht am Rand des Berges, nahe beim Tempel. Es war mal ein Laden, der auch als Lager nutzbar ist. Wenn Derwal es unter falschem Namen gekauft hat, könnte er jetzt dort sein. Ich rufe meine Männer. Wir treffen uns dort. Erend, warte. Denk dran, niemand hasst Derwal mehr als dein eigener Stamm. Die Klane würden einiges für ihn geben. Er soll leben? Damit du um ihn feilschen kannst, das kann nicht dein Ernst sein. Für die Sicherheit müssen wir Frieden halten. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, nimm ihn gefangen. Und das ist ein Befehl. Eloy, einen Moment. Bitte. Als wir sprachen, sagte Erend mir nichts über die Details von Ersas Tod. Verständlich, natürlich. Aber da alles meiner Vorstellung überlassen blieb, male ich mir das Schlimmste aus. Du warst dort.
hat sie gelitten. Ist das wirklich eure Frage? Sie dachte an euch. Ach, Leute, es ist... Ich will ihm das nicht sagen. Die Details würden ihn doch bloß quälen. Sie leidet zumindest jetzt nicht mehr. Aber ihr. Sie starb ohne einen Abschied von euch. Ist das so offensichtlich? Es stimmt. Ich rede von meinem Schmerz, nicht von ihrem. Und es gibt nur eine Sache, die dagegen hilft. Finde Derval und bring ihn zu mir. Er wird für sein Verbrechen büßen. Oh ja. Ich liebe das neue Motion Capture. Ich liebe es einfach. Auch in so einer schwierigen Situation, ne? Ist er immer noch der ewige Diplomat und denkt strategisch und natürlich zum Vorteil des Reiches, ne? Das ist jetzt nicht wieder eskaliert. Ich weiß, Avat ist nicht so der Fanliebling, irgendwie habe ich das Gefühl, in der Community, aber er gehört wirklich mit zu meinen Liebsten. Neben Val ist sofort danach Avat mein Lieblingscharakter. Und ich hoffe inständig, dass er im Nachfolger im dritten Teil viel mehr Screentime bekommt, als er jetzt im zweiten Teil hatte. Am Anfang hatten wir ihn bloß gesehen vor Finn West. Und das war einfach zu wenig. Was will so jemand hier draußen? Tatkräftige Abenteurer! Vorzugsweise ohne Freunde und Familie! Keine Bedingung! Ja, später, Wilgun, später. Wir müssen jetzt was anderes aufklären erstmal. Dies ist das Haus. Bist du da, Derval? Überraschungsbesuch! Er rennt immer mit der Tür ins Haus fein. Das war klar. Grüner Schimmer. Oder er hat eine Überraschung für uns. Ist das eine Bombe? Sieht nicht besonders groß aus. Groß genug, um uns zu töten. Stimmt. Ich halte meinen Mund. Wenn ich versuche, sie auseinanderzunehmen, geht eine Sprengladung los. Oh oh. Oh oh. Eieiei, gehen wir mal die Treppe rauf hier. Alter Schwede. Wow. Das ist viel Lohe. Mhm. Wenn die Bombe unten hochgeht, passiert, was der Wal gesagt hat. Rauch verdunkelt die Sonne. Und die Stadt steht in Flammen. Wir müssen das unbedingt verhindern. Wenn wir sie irgendwie loswerden können, wird die Explosion viel schwächer sein. Eine Halterung aus Holz. Nicht sehr stabil. Na dann, schub das Ding mal weg da. Hilf mir, das muss raus. Okay, hohe Gewalt, das kann ich gut. Ich weiß. Und dann... Es rettet die Stadt, hoffe ich. Aber wenn die Lohe fällt, lauf weg. Denn die Sprengladung an der Bombe unten lässt sie dann hochgehen. Und überleben wir das? Vermutlich nicht. Jetzt drück! Jo! Oh, Feuerwerk! Schon wieder Meridian in Flammen. Meine Güte, die Stadt hat's echt nicht leicht. Geschafft. Derwals beste Chance. Und Meridian steht noch. Es ist nicht vorbei. Der Wal sagte, Avat soll Zeuge sein. Niemals. Dazu müsste er in den Palast eindringen. Und der wird sehr gut bewacht. Geh zurück, nur zur Sicherheit. Ich sehe mich hier mal um. Vielleicht haben sie etwas zurückgelassen, außer der Bombe. Verstanden. Keine Sorge. Wenn er in den Palast will, ist er erledigt. Sagte er. Wir wissen, wie es ausgeht. Was war denn? Stiefelspuren mit ein wenig Lohe darin. Na dann mal hinterher. Kann ich euch vielleicht für eine Lukas? Nein, Wilgund, jetzt nicht. Jetzt sei nicht so aufdringlich. Eine Eimerkette bilden. Gleich wieder Stimmung in der Stadt.
Was ist passiert? So einen Knall habe ich seit der Befreiung nicht mehr gehört. Einen Moment, ja. Die schönen Dinge. Die Befreiung, reden. Das muss auch ein Spektakel gewesen sein, einfach, ne? Ich hoffe, wir kriegen noch mal eine Rückblende, wie das gewesen ist. Das wäre so spannend. Die Spur führt hinein. Noch eins von der Walz verstecken? Hat hier wieder Lebensmittel gehortet. Hier muss der Wald den Zünder zusammengebaut haben. Oh nein. Er hat die Wand durchbrochen. Der Wal hat einen Weg in den Palast gefunden. Oh nein. Beeil dich. Ist er der Saftsack? Der Wal. Ich würde so gern den Sonnengott auf Knien sehen. Hör auf zu nörgeln, Mann. Nur über meine Leiche. Steckt der Aquädukt im Zugang hier? Cool. Fluchtweg. Oh Mann, Leute. Im Mondlicht. Sieh dich an, Abad. Der zitternde Spross eines irren Königs. Du nahmst mir das Recht, deinen Vater zu töten. Also bist du stattdessen dran. Es wird ein Genuss, die Kaja brennen zu sehen. Besonders, weil du mit mir zuschauen wirst. Sag lebwohl zu Meridian, Avard. Riech den Gestank und schluck die Asche. Da stimmt was nicht. Ich habe nichts gehört. Da hinten steigt eine kleine Rauchwolke auf. Nein, es sollte ein Feuersturm sein und keine kleine Rauchwolke. Ach Leute, und das scheiß Gerät aus hier. Oh, das können sie wieder alle beruhigen. Absolut kein Platz dafür. Oh Mann, alle liegen sie hier und krümmen sie auf den Boden. Was ist das? Oh, du bist wohl die Nora, die mein Lager überfallen hat. Und die Bombe deaktiviert hat. Tatsächlich. Tja, Bombe oder nicht. In diesem Thronsaal fließt heute Blut. Erst deins, dann erwart's. Oh nein. Kommt schon, Brüder, schnappen wir sie uns. Au. Ich habe eine Armee angeführt. Falken und Verwüster getötet. Eine Wilde ist gar nichts. Alter. Sheesh. Warum lässt der Wart bloß immer seine Frauen? Ja, der hat auch einiges auf dem Kasten, kann ich mir vorstellen. Er hat eine Schwäche für starke Frauen. Das ist Überraschung! Es ist nicht vorbei, Nora. Als guter Osiron-Bastler weiß man. Man braucht einen Notfallplan. Ich hasse diese Vögel. So, Eloy, ist Zeit für Feuer. Fahr!
fire in the hole! Mann, Eis-Eis-Baby. Cool, ey. Mann. Seh nix. Flugmaschine gehen sowieso auf den Zeiger, ich sag's euch. Wir haben auch keine Freunde mehr. Au, jetzt stirbt doch endlich. Sheesh. Ich hoffe, du kämpfst gern gegen diese Dinger. Es kommen nämlich noch mehr. Halt den Sabbel. Feuer und Spucke. Meine Fresse, das war der letzte. Halleluja. Alter, derweil, wenn es nach mir gehen würde. Ich hab schon zu viel dabei. Du wirst deines Lebens nicht mehr froh. So sehr ich mir wünsche, dass Ersa es tun könnte, töte ich dich auch gern selbst. Nur zu. Ich fürchte mich nicht. Doch wie ich dich kenne, Erend, wirst du es versauen. Ich weiß, wovon du dich fürchtest. Nach Hauptquell zurückzukehren. Jeder Clan im Anrecht will deinen Tod. Und er soll möglichst schmerzhaft sein. Sie werden sogar Geld dafür bieten. Du überlässt das Töten also wieder mal anderen. Halt's mal! Der Sonnenkönig wird jetzt entscheiden. Dios mio. Aber leider hat der Schrecken noch kein Ende. Derweil hatte noch eine Handlangerin. Boah, die genauso fanatisch war. Die lernt Bea in Teil 2 kennen. Aloy, ich dachte gerade an Ersa. Sie hätte derweil sofort getötet. Ich weiß es. Darum wollte sie sich mit ihm treffen, um ihn zu töten. Und sie sagte, ich soll erwachsen werden. Mhm. Ich gebe zu, es tat weh, als sie das sagte, aber ich nehm's mir zu Herzen. Und erwachsen sein heißt dann wohl, das tun, was man soll und nicht das, was man will. Richtig? Das fragst du mich? Du bist doch bestimmt älter. Ja, aber ich handle nicht so, oder? Bei der Wahl schon. Das will nicht allzu viel heißen. Ein Teil von mir will ihm immer noch heimlich den Hals umdrehen. Ja, aber du tust es nicht, weil du ein guter Hauptmann bist. Hör bloß auf, sonst weine ich noch. Was glaubst du, machen die Osserer mit der Wahl? Erstmal werden sie lange darüber streiten. Aber egal, wie es ausgeht, es wird schmerzhaft. Damit kann ich leben. Ich glaube, ich schau mal in seiner Zelle vorbei und erzähle ihm davon. Ich werde das Gefühl nicht los, dass der Wal irgendwie schafft, schon wieder zu entkommen und wir mit ihm im dritten Teil nochmal zu tun haben werden. Eigentlich soll er ja jetzt nach Hauptquell geführt werden und da seine gerechte Strafe zugeführt bekommen, aber ich traue dem Frieden nicht. Ich traue dem Frieden einfach nicht. Ich habe das Gefühl irgendwie, dass wir den nochmal wiedersehen. Asera ist tot. Die haben wir umgebracht, auch wieder mit Eren zusammen.
Aber es gibt bestimmt noch mehr Eiferer irgendwie, die nicht gut auf die Karja oder auf den Sonnenkönig zu sprechen sind. Tja, und nach all dem, was kommt als nächstes für Gardist Erend? Ich reise jetzt erst einmal zum Anrecht. Ich besuche meinen Clan und wir werden Ersa würdig bestatten. Wie sie es gewollt hätte. Und das bedeutet, wenig reden, viel trinken. Ja. Tja. Ich weiß, du musst gehen. Mörder finden, Maschinen bezwingen, alles vor dem Frühstück. Weißt du was? Als wir uns trafen, hielt ich mich für einen tollen Kerl, der sich mit einem hübschen Mädchen aus dem Nirgendwo abgibt. Dabei war es ein Glück, dass du eine Minute Zeit für mich hattest. Und vergiss mich nicht, während du da draußen die Welt veränderst. Ich habe immer eine Minute für dich. Vielleicht sogar zwei. Zwei? Sie mag mich. Ja, wer kann dich auch nicht mögen? Reden mit Avad. Machen wir erstmal. Gehen wir erstmal zu der Wahl oder zu Avad? Warte mal, wir gehen erstmal zu Avad, glaube ich. Ach, Leute. Und jetzt kommt einer der Momente, liebe Freunde, wo viele irgendwie gegen Avad schießen. Oder warum Avad nicht so beliebt ist in der Community. Und das finde ich eigentlich schade, weil seine Reaktion jetzt einfach nur menschlich ist. Aloy, mich einfach nur zu bedanken, das erscheint mir unzureichend. Du hast mein Leben gerettet. Und auch Meridian. Und dank dir wird Ersas Mörder bestraft werden. Wir können nun um sie trauern, ohne quälende Unsicherheit. Ich weiß nicht, was wir ohne dich gemacht hätten. Es ist kaum vorstellbar. Ich hoffe, du bleibst hier bei uns in Meridian. Wart ihr und Ersa, ihr wisst schon. Es ist wohl offensichtlich, was ich für sie empfand. Sie gab mir nicht nur Ratschläge, sie gab mir Kraft. Doch es hatte keine Zukunft. Das Verhältnis zwischen den Karja und den Osaram hier war ohnehin schon angespannt. Die Verbindung des Sonnenkönigs zu einer Osaram hätte zu einer Revolte geführt. Und vermutlich zum Krieg mit den Clans. Wusste es jemand? Nur einer. Der Wal. Er wollte Ersa, doch sie verschmähte ihn. Und so wurde Eifersucht zu einem weiteren seiner Motive. Mhm. Was genau passiert jetzt mit der Wahl? Im Moment sitzt er in einer der alten Zellen unter dem Sonnenring hier in Meridian. Und was mit ihm passiert, wenn wir seine Auslieferung an Hauptquell beschließen? Ich will gar nicht daran denken. Mein Vater war sehr kreativ, was Folterwerkzeuge angeht. Aber manche Osram-Geräte übertreffen selbst seine Vorstellungen. Zu schade. Der Wal ist ein brillanter Mann. Ich frage mich, was er wohl erreicht hätte, wenn mein Vater nicht gewesen wäre. Ja, das ist es eben, ne? Das denke ich halt auch. Warum soll ich in Meridian bleiben? Ich dachte, das wäre offensichtlich. Für mich nicht. Tja, zunächst einmal hast du verhindert, dass die Stadt abbrennt. Du bist stark, schlau und kompetent. Ich könnte jemanden wie dich an meiner Seite gebrauchen. Natürlich nehme ich das Herz. Natürlich nehme ich das Herz. Ich kann nicht hart zu Avad sein. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich sehe Potenzial bei den beiden. Bloß sind sie gerade in einer richtig beschissenen Situation. Er hat noch die Bürde, Sonnenkönig sein zu müssen. Was er ja hofft, irgendwann abzugeben, abzutreten. Und Aloy hat immer noch ihre großen Fragen, die sie beantwortet kriegen möchte. Zum Beispiel, wie ist ihre Herkunft? Wer ist ihre Mutter? Das ist jetzt gerade im Moment wichtiger. Absolut, das verstehe ich auch vollkommen. Und im Moment projiziert er einfach nur seine Trauer auf Ersa. Wenn er jetzt getrauert hat, ein paar Monate später darüber hinweg ist, sieht man eindeutig,
dass er Eloy mag, um Eloys Willen und nicht um Ersa zu ersetzen. Hier kann ich das vollkommen verstehen, dass die Leute sagen, er projiziert nur, was für ein Simp und. Aber ich verstehe ihn total. Danke für das Angebot, doch. Ich glaube, wir beide sind nicht bereit dafür. Zumindest noch nicht. Es liegt noch ein weiter Weg vor mir, um zu finden, was ich suche. Und er führt mich weit weg von Meridian. Ja, natürlich. Ich wollte nicht anmaßend sein. Du hast deinen eigenen Kopf. So wie Ersa. Aber bitte, denk dran, dass du hier immer willkommen bist. Ich hoffe, heute ist ein Sonnenaufgang für uns. Kein Abschied. Oh ja, definitiv. Wenn es nach mir geht, sogar ein Sonnenaufgang mit Happy End. Ich muss jetzt gehen. Natürlich. Ich hoffe, du findest, was du suchst, Eloy. Und wenn du mich brauchst, helfe ich dir. So sicher, wie die Sonne aufgeht. Ich weiß, Hase, ich weiß. Mach's gut, wir sehen uns. Ich muss weg, sonst tut es noch mehr weh. Eloy, wenn du ihn nicht haben willst, ich nehme ihn. Ach verdammt, nee, ich hab schon einen tollen Mann an meiner Seite. Ist zu spät. Der arme Mann. Ich hoffe, die kommen bloß nicht auf die Schnapsidee und verkuppeln Avad mit Beta. Das kann ich nicht akzeptieren. Mach das nicht, Brüller. Mach das nicht. Ich weiß, im Burning Shores ist Saika jetzt noch irgendwie ins Spiel gekommen, aber ganz ehrlich, ich bin irgendwie der Überzeugung, dass wir am Ende die Wahl haben, mit wem wir oder ob wir überhaupt mit jemandem uns niederlassen. Ich möchte mit dir über eine Sache voller Anmut und Schönheit sprechen. Weil wir haben das vor 7 Jahren so angedeutet, dieser Dialog mit noch nicht. Im zweiten Teil am Anfang des Gesprächs zwischen beiden sagt sie auch noch nicht. Also das deutet doch alles auf eine Möglichkeit in der Zukunft hin, dass Gorilla sich noch nicht so ganz festlegen möchte. Wisst ihr, wie ich meine? So. Liebe Freunde. Es war wieder eine lange Folge. Es ist sehr schön hier. Aber ich mache jetzt erstmal hier einen Cut. Oh, ist das schön. Oh. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, Leute. Machen wir Nebenquests oder machen wir jetzt erstmal die Hauptquest weiter? Mit diesem mysteriösen Fremden, der uns per Fokus kontaktiert hat. Ich bin mir noch unschlüssig. Wir werden sehen, wie ich mich entscheiden werde. Ach, Eloy, du siehst toll aus mit deiner Karcher-Habicht-Gesichtsmaske. Wir haben Meridian vor derweil befreit, vorerst. Gut, ich verabschiede mich wieder. Möge die Sonne mit euch sein, euren Weg erhellen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit am Start wart. Lasst gerne wieder ein Däumchen da, eure Meinung und Theorien. Und bis zur nächsten Folge. Ich weiß noch nicht, ob es die Hauptquest sein wird oder ob wir jetzt hier uns erstmal umgucken in Meridian. Das entscheide ich jetzt spontan. Haut rein. Macht's gut, ciao.